You ready, guys? Let's go. Zweite Runde, Solo Shuffle. Okay, neue Konstellation. Aber ich bin begeistert. Dankeschön fürs Aushelfen auf jeden Fall. So ist immer blöd, wenn man sowas plant, den Leuten Bescheid sagt und die sagen dann noch einen Tag vorher, ja, ja, ich bin denn da, ne? Aber die kommen dann nicht. Aber von sowas lassen wir uns nicht runterziehen und unsere Laune verderben. Wir sind hier, um Spaß zu haben und ein richtig geiles Arena-Tournament zu erleben. Und deswegen, lasst mich euch vorstellen, auf der linken Seite, Survey, was für ein absoluter Ehrenmann auf Disziplinpriester und zusammen mit AK, auch ein richtig kranker Ehrenmann. Vielen lieben Dank fürs Teilnehmen. Und Rungo als Elementarschamane, natürlich auch danke an dich, ne? Rechte Seite, Rexley Snipes, Titelverteidiger des letzten Solo-Shuffle-Tournaments, ist auf Mistweaver und Fistweaver unterwegs. Mit Halunka auf Red Paladin und Smitty DH, auch Titelverteidiger der letzten Runde, auf DH dieses Mal, meine Freunde. Und die erste Runde beginnt. Oh, 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 oh. Da muss man erstmal gucken. Das ist natürlich jetzt auch schwierig, gerade für die, die gerade neu dabei sind und einspringen sozusagen. Hier gleich reinzufinden. Die sind in null vorbereitet und nichts. Rumgedroppt, gefährlich low auf fast 20%. Kann sich hier saven. Da wird gleich auf AK geswappt. Der zieht gleich sein Die by the Sword. Aber hier wird ordentlich gepumpt. Da kommt das Blinding Light auf Survey. Der Trinket live swappt oder muss live swappen hier. Und AK, der lässt hier nichts anbrennen, ne? Der charged rein und versucht hier natürlich Smitty DH aus dem Leben zu boxen. Aber der lässt sich halt auch nicht lumpen, ne? Wer denkt, der könnte Smitty DH einfach so 100 Nullen, der hat sich geschnitten. Der ist nicht umsonst Titelverteidiger. So, Halunke, gefährlich low. Mealy Bubble läuft aus. Rexy Snipes poppt hier den Cocoon und kann sein ganzes Team sehr, sehr gut toppen. AK und Rungo, beide gefährlich low. Rungo holt hier auf. Der hat es natürlich aber auch schwer, ne? Als Caster in der Full Mealy Lobby. Da gehört schon was dazu, das zu handeln. Und schafft es hier ein bisschen Platz zwischen sich und dem Zerg quasi zu bringen und haut hier die Flameshocks raus und hofft natürlich auf fette Procs. AK und Rungo mittlerweile eigentlich getoppt, aber droppt schon wieder gefährlich low. Da war Ultimate, keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt, vom Priester zu sehen. Und das hat nochmal Rungo getoppt, aber der dümpelt halt immer noch so auf 50% Live-Rock. Leg Sweep auf AK, den Krieger. Der viert hier. Rexley Snipes im 4. Und jetzt wird auch erstmal Damage in die andere Richtung verteilt, ne? Halunke, 50% low. Gefährlich, gefährlich. Kann hier sterben und ist tot. Ach du Scheiße. Was ist da denn passiert? Und das ist halt das, was ich meinte, ne? Man guckt so die ganze Zeit auf die linke Seite und sieht dann, wie das Team die ganze Zeit low ist und droppt. Und der Priest hat so Probleme, die zu toppen. Und dann ein Go. Und das Blatt hat sich komplett gewendet, ne? Heftig, heftig. Go, Ruffy! Monks müssen zusammenhalten. Ja, Mann. Ist so. Holt die Fahnen raus. Holt die Fahnen raus. So, nun, auf der linken Seite Rexy Snipes mit Rungo und Smitty DH zusammen. Plus auf der rechten Seite Survey, AK und Halunke. Ich bin gespannt. Oh, Junge, ich muss auch erstmal einen Schluck trinken hier. Puh. Ist auch warm. Ich sag's, wie es ist. Ist warm in dem Anzug. So. Und das geht auch schon wieder gleich knackig weiter, ne? Die Leute lassen da auch nichts anbrennen und geben einem nicht mal die Chance, durchzuatmen. Das gute Rewe-Wasser, ja. Ist so, ist so. Halunke, schon wieder gefährlich low. Muss schon Bubble ziehen. Und damit ist ja schon mal der erste Meilenstein gelegt, ne? Tremor Totem auch rausgehauen von Rungo. Wir haben Smitty DH gefährlich low. Zieht hier eine Darkness. Versucht das Ganze zu sitten.
charged aber raus, um Halunke hier noch zu erwischen, kriegt den gleichen Stormbolt rein von Arkay und ist hier die ganze Zeit gefährlich low. Da kommt der Cocoon und das war aber schon ganz, ganz knapp in Execute Range. Aber wir sehen hier immer noch Netherwalk und ein Blur übrig bei Smitty DH. Arkay gefährlich low, hat kein Die by the Sword mehr. Rennt jetzt hier hinter einen Pillar, damit Survey toppen kann. Ist auch wieder getoppt und charged gleich wieder back rein. Halunke ist jetzt hier wieder Main Target. Da wird Dome vom Priest getoppt und instant folgt dort ein Ring in den Dome, um die 40% Damage Absorb zu stoppen. Und da geht auch schon einer down. Heftig, heftig. Junge, ich merke schon wieder, wie mein Mund schon wieder so trocken wird, ne? Das ist auch, es ist nicht einfach. Ich sag's, wie es ist. Es ist nicht einfach. Wie kann man nochmal so runter? Kann ich hier irgendwie runter? Ne, da ist noch ein so. Okay. So. Rechte Seite. Ne, linke Seite. Survey, Arkay und Smitty DH gegen Rexley Snipes, Halunke und Ronko. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? DH ist immer gleich dabei. Der stürmt gleich rein und versucht die Leute hier natürlich auf dem kalten Fuß zu erwischen. Ich bin hier gerade voll konzentriert wegen der Kameraführung. So, okay. Die by the Sword gezogen. Smitty DH droppt auf wieder. Gefährlich los. Saved sich aber schon wieder seine Death-CDs auf. Der hat richtig Vertrauen in seinen Heiler, ne? Und das kann er auch haben, weil Survey macht hier einen sehr, sehr guten Job, ne? Euphorie gezogen. Healt jetzt, verteilt erstmal Schilde auf seine kompletten Teammates. Da kommt der Petz dann vom Schaman und Halunke! Fast tot gewesen. Da kommt die Bubble und Cocoon. Leider overlapped. War aber auch sehr, sehr knapp, ne? Also, dass beide da nochmal die Reflexe hatten. Und schon wendet sich das Blatt. Arkay droppt gefährlich low. Survey auch 50% live. Toppt sich erstmal selber. Aber Arkay und Smitty DH haben erstmal Schilde drauf. Und können hier ein bisschen Schaden abfangen. Rexley Snipes 50%. Halunke 50%. Wie sieht's eigentlich aus, ne? Okay, kann hier nochmal toppen. Ich wollte gerade nämlich sagen, beim letzten Shuffle-Tournament war das alles noch nicht mit dem Damage so knackig. Natürlich gab es so den einen oder anderen, der da auch ordentlich reingeballert hat, sag ich mal. Aber das waren auch oftmals Mana-Games. Sag ich so, wie es ist, ne? Wir sehen hier Halunke, wird nochmal getoppt. Double Leg Sweep. Arkay droppt Lloyds, mit DH droppt auch low. Ist es jetzt vielleicht eine Zeit für Smitty DH was zu ziehen? Nee. Survey kann das alles ganz gut toppen. Kriegt hier ein Blinding Light nochmal rein. War eigentlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt, aber Survey schafft das hier auf jeden Fall nochmal Smitty DH zu toppen. Halunke wieder unter 50%. Und das ist immer so, unter 50% machen wir uns nichts vor. Ne? Wenn man in der Arena ist und unter 50% live droppt, dann kommt eventuell der Panic Mode an Start. Und dann wird es schwierig, da nochmal wieder den Fluss ins Game zu finden. Und bah! Smitty DH stirbt! Ach du Scheiße, was ist hier los? Also, ich sag, wie es ist, ne? Ich bin absolut amazed und überrascht darüber, wie das läuft. Und es läuft alles komplett entgegen meiner Erwartung. Also, heftig. Es ist so krass, ja, Klick, auf jeden Fall, Alter. Junge, Junge. Also, es gibt so... Ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten. Ich würde gern teilnehmen selber, aber ich hätte auch richtig Schiss, da teilzunehmen. Sag ich so, wie es ist. So, und da geht wieder das Gerangel in der Mitte los hier. Das kennen wir ja schon. Hier, Dome von Survey gepoppt. PI ist drauf. Und jetzt wird geblastet. Also Rungo, mein Bre, rasiert hier. Also ich muss sagen, Rungo schlägt sich halt. Ach du Scheiße, Arkay und Halunke, beide low gedroppt. Die by the Sword ist raus. Bubble ist vom Paladin auch schon raus. Also ich glaube, Halunke ist hier jetzt Best Choice als Target. Kriegt hier den Cocoon von Rexley Snipes rein. Der, aber wie wir ja halt auch sehen, auch immer deep reingeht. Ne? Ich glaube, der spielt zurzeit Fist Reaver. Und da geht der Krieger down. Das schafft Rexley Snipes das nicht, den nochmal zu toppen.
Man hat auch noch eben gesehen, Survey hatte noch zweimal PS übrig. Also Cooldown-Management ist auf jeden Fall auf der Priesterseite richtig, richtig big. Ne? Aber ne, nochmal zurück auf Rungo. Sich als Elementar-Schamane in einer Full-Melee-Lobby zu behaupten, der, also gerade allgemein als Caster, da gehört schon echt was dazu. Und ich weiß ja auch selber aus Erfahrung, ich spiele ja gerne Mage. Und wenn du da getrained bist und nur einen Fehler machst, gerade mit Alter Time und so, die Melees da anständig zu kiten, Junge, die ballern die in die Fresse. Die ballern die einfach in die Fresse, da kannst du nichts machen. So, nächste Runde. Smitty DH und Halunke. Die gehen rein. Und was ist Target of Choice? Die machen so ein bisschen Split-Damage. Die cleaven hier schön rein auf Akai und Rungo. Halunke hier mit dem Vengeance-Shield am Start, um erstmal ein bisschen Damage abzufangen. Smitty DH droppt auch low. Und das ist halt, man sieht so, wie die Welle an Damage und Defensive-Cooldowns so durch die Teams da durchjagt. Und links droppt low, rechts droppt low. Smitty DH auch. Jetzt unter 50% gefallen, kann jetzt aber hier wieder von Survey getoppt werden. Der hat aber seine Euphorie und ein PS schon benutzen müssen. Und was sehe ich denn da? Rungo tot? Was ist passiert? Das ging so schlecht. So schnell. Danke, Digga. Ja, gerne, ich weiß. Auch als Eule ist es schwierig. Aber ich habe auch bei dir gesagt, so, du hattest eine richtig nice Synergie mit Snoopy. Also sind beide so die DPS geklont. Das war schon stark. Fand ich geil. Habe ich mir gerne angeguckt. So, weiter geht's. Survey mit Halunke und Rungo zusammen gegen Rexley Snipes und Akai. Und ich habe die ganze Zeit noch nicht drauf geachtet. Spielt Rexley Snipes Mistweaver oder ist der als Fistweaver unterwegs? Ne, weil der pusht halt schon heftig mit rein, ne? Also man sieht es schon. Und auch Fistweaver ist natürlich eine richtig nervige Angelegenheit, ne? Also jedes Mal, wenn ich Fistweaver face in der Arena, da könnte ich mich übergeben. Finde ich scheiße. Mag ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Aber hier ist alles erlaubt, solange es halt nicht Tank ist. Okay. Gefährlich low. 50%. Die by the Sword ist an. Avatar aber auch an, Dome von Survey. Und man muss hier schon sagen, also es kristallisiert sich hier heraus, dass Survey tatsächlich ein sehr gutes Game hier abliefert. Da kriege ich so ein warmes Gefühl im Hals. Rungo, Halunke, beide low. Smitty, DH und Arcade können sich hier ganz gut halten. Und ich glaube, so Krieger, DH mit einem Fistweaver zusammen, das ist eine ganz gute Kombination eigentlich. Wenn die da auch weiterhin reintrommeln. Survey hat hier ein sehr, sehr gutes Positioning. Der steht immer weiter hinten, pusht jetzt rein und macht einmal ein AOE-4. Und der ist sehr gefährlich. Rexy Snipes immer noch im 4. Smitty DH fast gestorben, kriegt hier den Cocoon und jetzt wird geswappt auf Arcade. Der droppt auch sehr, sehr, sehr gefährlich. Low ist unter 50%, 10%, 5%. Ach du Scheiße, das ist ein... Boah, Junge. Also... Das ist eine wilde Sache, ne? Wenn Cocoon raus ist, ne, der Krieger hatte da nichts mehr. Smitty hätte tatsächlich noch Blur gehabt, aber der war ja fein durch den Cocoon. Ach du Scheiße, das war die zweite Runde, meine Damen und Herren. Und ich mache wieder einen Screenshot. Und könnt ihr euch das bitte mal vorstellen? Könnt ihr mal, ach du Scheiße, könnt ihr mal bitte gucken, was hier in der Punkteübersicht los ist? Hallo? Wie hat Rungo denn bitte gerade diese Lobby zerstört? Ach du Scheiße, kann mir das mal bitte jemand erzählen? Heftig. Oha. Also ich hätte ja auf jeden DPS da getippt, ne? Und ich glaube, Rungo wäre wahrscheinlich meine letzte Wahl gewesen, der da mit am meisten Wins und halt auch 5 Wins rausgeht, ne?